Hallo, liebe Birdies. Ich war ja beim DM-Blogger-Event und es gab auch einen Vlog letzte Woche dazu für alle, die nicht gesehen haben. Ich verlinke ihn nochmal in der Infobox und ich wollte euch heute mal im Schnelldurchlauf zeigen, was alles in den tollen Goodie-Bags war. Wir sind mit dem Flugzeug angekommen und deshalb hatte ich wirklich ein bisschen ein Problem damit mit den ganzen Flüssigkeiten und wir haben im Zug noch kurz vor knapp alle Kartonagen weggeschmissen, alles ausgepackt, alles auf Flüssigkeiten kontrolliert, die Flüssigkeiten von den Sachen, die keine Flüssigkeiten sind, separiert und es war wirklich etwas chaotisch. Ich habe auch ein wenig mitgefilmt. Es hat dann für mich so ein bisschen gewirkt, als würde ich das gar nicht wertschätzen. Aber das war wirklich einfach der enorme Zeitdruck. Wir hatten kaum Zeit und so viele Flüssigkeiten. Ich blende euch das Video trotzdem ein. So, ihr Hübschen, the struggle is real. Wir haben jetzt echt ein Thema, weil wir sind ziemlich knapp zu unserem Flieger und das sind unsere ganzen Goodie-Bags. Und wir müssen die jetzt auf Flüssigkeiten überprüfen, weil Flüssigkeiten dürfen wir natürlich nicht mitnehmen in den Flieger. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das jetzt alles machen. Und ich möchte euch aber gleichzeitig auch ein bisschen zeigen, was alles so drinnen ist. Bleib so schön. Boah, das drei Boxen. Drei Boxen. So, das ist in der Alverde-Box drinnen. Ich muss jetzt schauen, was ich mitnehmen kann und was ich nicht mitnehmen kann, um ehrlich zu sein. Die Box können wir sicher nicht mitnehmen. Was war? Die Box können wir sicher nicht mitnehmen. Das ist in der She Style Zone Box drinnen. Oh, sorry. Aber wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ich werde euch daheim dann alles zeigen, was ist so. Wo ist das? Ist das sonst? Ah, so ein Ding ist das, oder? So ein Lore-Kabel. Also ist auch keine Flüssigkeit, oder? Nein. Ja, gut. Das auspacken. Nein, nein. Was ist da? Da muss ich. Trend it up. Wow. Das muss man alles separat tun, ne? Ja. Wow, so schöne Sachen. Und ich habe das Flüssigkeitssackerl, also mal schauen. Ach so, verdammt, das ist da noch. Ja. Okay. Aber müssen wir ein Flüssigkeitssackerl überhaupt nehmen? Nein, normalerweise nicht. Oh, Sally Hansen Nagellacke, oh no. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh, wenn man das so lassen muss. Ja, ich zeige euch dann irgendwie dann im extra Video, wenn gewünscht, alle Sachen. Jetzt habt ihr gesehen, wie hübsch verpackt eigentlich die ganzen Produkte ja, geschenkt wurden. Und ich musste die ganzen Verpackungen dort lassen. Das hat mir sehr leid getan. Wir haben auch teilweise wirklich Produkte verschenkt, weil ja, es ist einfach unmöglich im Flugzeug so viel Flüssigkeit mitzunehmen. Was ich aber mit nach Hause genommen habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe das alles so ein wenig in Kategorien unterteilt, weil ich zuerst überlegt habe, wirklich von jeder Kategorie ein separates Video zu machen, auch mit Swatches und mehr im Detail. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, einfach mal zu zeigen, was in den Goodie Bags war, weil ich denke, das interessiert die meisten von euch. Ihr könnt mir aber gerne schreiben, wenn ihr separate Videos haben wollt, à la Make-up-Sammlung, welche Lippenstifte ich habe, welche Lidschatten und Co. Also das mache ich euch dann natürlich sehr, sehr gerne. Fangen wir mal mit den Lippenstiften an. Es war einmal von Max Factor dieses Duo drinnen. Das ist ja so eine Art Lipgloss, was dann irgendwie einzieht und ganz lang hält. Und ein Lippenpflegestift ist eben dabei, den man dann tagsüber immer wieder rauf tut. Mein Objektiv knackst übrigens, das tut mir sehr leid, aber bei der anderen Kamera ist der Akku leer und ich habe nicht so oft ruhige Minuten, wo ich ohne Kinder was filmen kann. Deshalb müssen wir da jetzt gemeinsam durch.
Es waren dann noch von Astor diese Lip Butters drinnen. Und zwar einmal diese Soft Sensation Lip Butter in Matt in der Farbe Royal Diva. Finde ich sehr, sehr genial. Dann in Pink Lady und in Magic Magenta. Die sind aber shiny. Das Einzige, was mich bei den Lip Butters ein bisschen stört, ich finde, es ist immer schwer, das sehr exakt aufzutragen. Ich male mir immer über den Lippenrand. Ja, gerade die hier sind halt butterweich. Sie sind jetzt auch nicht so extrem. Naja, eigentlich sind schon krasse Farben. So schaut euch das an. Aber ja, ich male da halt leicht über den Lippenrand. Ich muss auf jeden Fall einen Spiegel verwenden, wenn ich die auftrage. Von She Style Zone war ein Set drinnen, was ich richtig cool finde. Hier steht leider kein Farbname, aber mit Lip Liner und so einem Color and Shine Lip Balm. Also richtig, richtig gut. Sehe auch, dass ich immer wieder unscharf werde. Es tut mir mega leid. Aber es soll ja auch nur im Schnelldurchlauf darum gehen, was alles, ja, was ich alles vom Event mitgenommen habe. I'm so happy. Also ich bin wirklich zu Hause 2 Tage immer nur gesessen und habe mir alles ganz genau angeschaut, weil ich die Produkte so cool fand. Von Alverde waren 2 Lippenstifte drinnen, einmal in Primrose und einmal in Elegant Red. Und auch noch ein Tinted Lip Balm, Fruity Lips and Soft Color in Strawberry. Dann war ein Vivid Hot Lacquer von Maybelline drinnen. Den finde ich auch richtig, richtig cool. Von Essence. Also ich liebe ja echt alles so knallige Farben. Ich muss echt sagen, mir haben alle Farben total gut gefallen. Das kommt nicht so häufig vor. So ein Shine, Shine, Shine Wet Look Lip Gloss Bold in der Farbe One Woman Show. Sehr passend bei diesem krassen Pink. Oh, da habe ich euch noch eine Lip Butter unterschlagen. In der Farbe Delicate Lilac. Lip Liner habe ich hier auch noch einmal einen von Astor. Das ist einfach so ein durchsichtiger. Und einer von Catrice Color and Contour Velvet Matte Lip Pencil. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es ein matter ist. Sehr cool. Ich habe aber, glaube ich, nicht den passenden Lippenstift dazu. Long Lasting Lip Liner Fly Away Pretty Flamingo nennt er sich. Dann habe ich hier von Manhattan einen Lippenstift. Das ist ein Nude und ich muss ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Er will eh nicht fokussieren, aber der schwitzt so ein bisschen, sagt man das so? Also der hat irgendwie so Bläschen in der Farbe Cream Nude. Dann von Max Factor durfte ich diesen tollen Lippenstift mitnehmen in der Farbe Mulberry, weil ich eben beim Event so einen lilanen getragen habe und dann akut auf der Suche nach der gleichen Farbe war. Und ich glaube, der trifft es auch sehr, sehr gut. Lila ist, glaube ich, sowieso modern, oder? Es war sehr viel so lila Farben. Dann habe ich hier auch von Max Factor, ich mag die Max Factor Sachen sehr, auch die Farben richtig, richtig cool, ein Lip Gloss in der Farbe Enchanting Coral, also auch so richtig sommermäßig. Und von Catrice habe ich 2 so Lip Dresser mitgenommen. Das fand ich ganz spannend. I Carry the Watermelon and the King's Speech. Ich zeige euch das nämlich. Da drückt man nämlich hier hinten rauf, damit da vorne der Lippenstift rauskommt. Habe ich so noch nie gesehen. Also ich kenne das vom Touche Clar, aber vom Lippenstift kenne ich das nicht. Ich habe jetzt gerade einen ganz anderen drauf. Kann man ja mal machen, sich einfach 2 Lippenstifte raufschmieren. Der riecht voll gut, fällt mir jetzt beim Auftragen. Von Catrice, das fand ich auch sehr spannend, gibt es einen Lip Top Coat und den habe ich in Metallic Lips.
Und ich habe ihn mit Lila verwendet. Ist eh besser, wenn die Kamera das nicht fokussiert. Aber da kann man einfach die Lippen nochmal, ja, irgendwie so total verändern. Also das ist zum Beispiel so ein metallisches Glitzer dann, was man zum Beispiel innen aufträgt, damit die Lippen dann voluminöser wirken oder so. Fand ich richtig cool, die Idee. Dann habe ich von Trend It Up einen Highshine Lipstick in der Farbe 245 Shiny. Und es gibt da alle Farben in Shiny und in Matt. Und die Farbe gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also alles so richtig tolle Sommerfarben. Hier auch noch von Astor Soft Sensation My Angel Face. Und es ist auch so eine wundervolle Farbe, die man sehr, sehr gut im Sommer tragen kann, meiner Meinung nach. Dann habe ich etwas richtig Cooles in einer Goodie Box gehabt. Von Trend It Up gibt es ein Mattifying Lip Finish und das ist ein mattierendes Lippengel für jeden glänzenden Lippenstift. Sorgt unter dem Lippenstift für ein semi-mattes und über dem Lippenstift aufgetragen für ein mattes Finish. Ich meine, das ist jetzt gemein, weil ich habe ein bisschen Gloss auch drauf. Aber probieren geht über studieren. Ich muss mir das dann mal im Spiegel anschauen, aber vorher zeige ich euch noch die letzten zwei Sachen. Das hier, tadadada, ist mein eigenes selbstgemachtes Lipgloss von Essence. Es gab nämlich dort so ein Essence Lab. Ich habe es im Vlog gezeigt, schaut ihn euch gerne nochmal an. Da konnte man sich selbst ein Lipgloss mischen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe viel zu viel Duftstoff dazu gegeben, deshalb schmeckt es echt ekelhaft. Was riecht dafür umso besser. Wie ihr seht, auch wieder so lila. Ich glaube, das ist jetzt so mein Ding. Und dann haben wir noch einen Lippenstift von L'Oreal, der sogar meinen Namen eingraviert hat. Da steht Anna drauf. Und es ist auch eine wunderschöne rosane Farbe in der Farbe Strike a Rose 104 und ein matter Lippenstift. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie genial ist das denn? Das funktioniert wirklich mit diesem Matt-Effekt. Und es fühlt sich jetzt schon irgendwie trocken an, aber überhaupt nicht unangenehm. Also das muss ich weiter testen. Finde ich sehr genial. Also wenn ihr auf matten Lippenstift steht, sehr genial von Trend It Up. Ihr Lieben, das Video ist jetzt so lange geworden, dass ich es in zwei Teile teile. Ich spanne euch auf die Folter. Nächste Woche, Mittwoch um 10 Uhr, gibt es den nächsten Teil auf Anna Birdie. Danke fürs Zusehen. Tschüss!